Die meisten Menschen denken, jetzt mache ich mal eben, ich kaufe mir einen Trading-Online-Kurs. Ja, oder Bitcoin. Oder Bitcoin. Ne? Da gibt es ja, also die verrücktesten Sachen. Das kannst du machen, wenn du Geld zum Verschenken hättest. Ja. Ja? So zum Roboter-Trading-Software zum Beispiel. Ne? Ja. Die macht mich reich in jedem Tag. Das ist völliger Bullshit. Das klappt nicht. Ne? Ja. Mindset, Aktien, Immobilien, Expertentalk mit Wirtschaft verstehen zu deinem Erfolg. Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen, einfach und klar erklärt. Wir sind jetzt hier bei dem Immopreneur-Kongress, dem Immobilienkongress vom Thomas Knedel in Darmstadt und ich habe hier den Sven Lorenz, einen bekannten Vermögensverwalter, neben mir. Der ist auch hier Referent heute bei dem Kongress und wir werden uns ein bisschen über Geldanlagen unterhalten. Ne? Hallo Sven. Hallo Steffen. Ja, servus. Grüß dich. Und wir fangen einfach mal an. Wir haben jetzt Märkte, verschiedene Anlageklassen, ne? Aktien, die stehen relativ hoch, die Zinsen sind niedrig, alle wollen Aktien und vielleicht im Moment gerade nicht mehr so sehr, aber auch Immobilien sehr viel. Ne? Und das wäre jetzt mal interessant, von einem professionellen Vermögensverwalter zu erfahren, was du empfehlen würdest oder, ja, empfehlen kann man jetzt nicht so richtig sagen, aber was du jetzt, wo deine Einschätzung liegt, welche Anlageklassen im Moment interessant wären, wenn du angenommen, ich würde dir jetzt 1 Million geben, was würdest du machen? Steffen, das ist, jetzt forderst du mich natürlich heraus, denn mein Steckenpferd, beziehungsweise das, wo wir als Vermögensverwalter unsere Hauptprofession haben, ist das klassische Value Investing. Mhm. Value Investing, jeder kennt das vielleicht von Warren Buffett. Warren Buffett ist so der typische klassische Value Investor. Mhm. Das heißt also, du suchst dir Aktien raus, in die du investieren willst, die möglichst eine sehr, sehr lange Chance haben, eine Performance zu entwickeln. Also du könntest auch sagen, klassisch Buy and Hold, aber eben alles auch darauf ausgerichtet, dass du die sehr, sehr niedrig, sehr, sehr günstig einkaufen kannst. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, dass die meisten Anleger heute zum Thema Aktien ja überhaupt nicht wissen, wie wähle ich denn eine Aktie aus? Ja, wonach muss ich denn schauen? Was für Kennziffern spielen eine Rolle? Das heißt also, das ist mein Business und natürlich würde ich immer sagen, mach Aktien. Mhm. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt Menschen zum Beispiel wie Donald Trump, den die meisten Leute ja, bevor er Präsident wurde, ja eigentlich nur als Synonym für Immobilieninvestor kennen. Mhm. Und wer sich mal die Mühe macht, das kannst du im Internet recherchieren, ja, da kannst du dir die Vermögensbilanz von Donald Trump anschauen, der hat zu 50% Immobilien und zu 50% Aktien. Okay. Also auch der ist nicht blöd, ja? Der weiß ganz genau, dass alles auf ein Pferd zu setzen auch nicht funktioniert und er hat ein großartiges Portfolio zusammengestellt und von daher sage ich auch die Immobilien, deswegen bin ich ja hier auf dem Kongress auch im Gespräch mit Thomas, Aktie versus Immobilie, da mal ein bisschen reinzuschauen. Es ist ein guter Mix aus Aktien und Immobilien, den ich empfehlen würde, wobei es natürlich immer noch darauf ankommt, welche Immobilien interessieren dich. Ist das eher so der kurzfristige Fix-and-Flip-Gedanke oder ist es tatsächlich langfristig einen Bestand aufbauen? Aber das ist so, Immobilie und Aktie wäre so meine Empfehlung. Und wer da noch sagt, er hat noch Luft im Portfolio und sagt, ich möchte da noch ein bisschen was ausprobieren, bei 1 Million ist das schon dann eher knapp. Da musst du schon einen zweistelligen Millionenbetrag haben, dass das da noch Spaß macht. Das wäre dann so eine Geschichte wie die ein oder andere Startup-Finanzierung für Unternehmen, die sich gerade im Markt positionieren. Oder du gehst halt in so ein paar andere Exoten mit rein. Aha, aha. Ja, was ich mal überlege, ist der Sache, okay, wenn du jetzt die vermögenden Kunden verwaltest, ist natürlich klar, deren Ziel ist ja hauptsächlich, sage ich mal, Erträge, ne? Ja. Dividenden, die wollen jetzt nicht auf Teufel komm raus ihr Vermögen schnell vermehren, sondern die wollen natürlich das Vermögen am besten liegen lassen und dann von den Erträgen leben. Ne? Ja. Wenn man zum Beispiel eine Coca-Cola-Aktie nimmt, die haben ja, ich glaube, seit 50 Jahren mindestens die Dividende nicht, also erhöht sogar, ne? Und immer gezahlt. Aber da muss man natürlich differenzieren. Ne? Was würdest du machen, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe wenig Geld, ich will jetzt aber ein Vermögen aufbauen? Würdest du dann sagen, ich gehe in spekulative Werte oder muss man ja eigentlich fast, oder? Also du unterstellst jetzt den Gedanken des schnellen Geldmachens. Ja, das wollen ja viele, ne? Ja, die sagen, ich habe 10.000 Euro, ich muss in, will jetzt, das ist natürlich, ja. Also dieser Gedanke ist zwar weit verbreitet, aber der ist völlig fehl am Platz. Ja, sehe ich auch so. Weil wenn du heute 10.000 Euro hast, dann investiere die 10.000 Euro lieber in deine persönliche Weiter- und Ausbildung, um
auch die Skills dir anzueignen, die dich dahin bringen können, mhm, wo du Vermögen aufbauen kannst, wie, mhm, du Vermögen aufbauen kannst, wie du vielleicht auch Businessmodelle entwickelst, ja, die dich in die Lage versetzen, mehr Ertrag und mehr Einkommen zu generieren als das, was du bisher machst. Mhm. Denn das ist das, was dich dahin bringt, wo du hin willst. Die meisten Menschen denken, jetzt mache ich mal eben, ich kaufe mir einen Trading-Online-Kurs. Ja, oder Bitcoin. Ne? Oder Bitcoin. Ne? Da gibt es ja also die verrücktesten Sachen. Das, ja, kannst du machen, wenn du Geld zum Verschenken hättest. Ja. Ja? So zum Roboter-Trading-Software zum Beispiel. Ne? Ja. Die mir dann, die macht mich reich in jedem Tag. Das ist völliger Bullshit. Das klappt ja nicht. Ne? Ja. Man muss ja auch eins sagen, es gibt ja auch Marktphasen, in denen passiert gar nichts. Ja. Ja, wenn du da mal so einen Seitwärtsmarkt hast und du hast da keine Volatilität im Markt, mhm, dann kannst du im Trading-Bereich nicht viel machen. Da, mhm. Wobei ich sagen muss, der spannendste Trading-Markt ist zum Beispiel alles, was mit Futures und Optionen zu tun hat, aber, mhm, das ist dann so High-Level, ja, da musst du wirklich wissen, was du machst, weil da hängen auch noch Margins hinten dran, da hängen, ja, richtig große Einsätze hinten, ja, dran. Und wenn du da einmal richtig daneben liegst, dann kannst du natürlich auch richtig auf die Nase fallen. Mhm. Also das würde ich niemandem empfehlen. Mhm. Ich würde aber ehrlicherweise rangehen und sagen, der heute sagt, ich möchte mir ein Vermögen aufbauen, mhm, der sollte anfangen, sich einen Aktiensparplan aufzubauen. Mhm. Sicherlich muss man gucken, ob ich das über eine Fondslösung mache, mhm, oder ob es eine andere Variante gibt. Also wir haben zum, mhm, Beispiel in unserer Vermögensverwaltung die Gelegenheit geschaffen, mhm, eine Vermögensverwaltung zu nehmen und sie in einen Fondsmantel hineinzupacken, mhm, sind aber in der Gestaltung des Vermögens extrem flexibel. Mhm. Das ist ja das, was du bei einem klassischen Fondsprodukt nicht kannst. Und das ist zum Beispiel etwas, das haben wir aus den vielen, vielen Anfragen über den Podcast, mhm, gemacht. Eigentlich ist das mehr so ein Friends and Family Programm gewesen für, mhm, unsere Kunden. Aber das ist jetzt etwas, wo wir sagen, langfristig investieren, mhm, ohne dass dir dein Bankberater heute und morgen immer wieder sagt, ja, wir haben uns mal vertan bei der Auswahl von diesem, ja, Fonds, ja, und jetzt müssen wir tauschen in einen, mhm, anderen und, mhm, dann wieder Ausgabeaufschlag verlangen und eigentlich aus dem größeren Vermögen wieder ein kleines machen. Mhm. Ja, ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich denke, das ist auch eine gute Message, ne? Dass einfach man sollte versuchen, sich ein langfristiges, nachhaltiges Einkommen aufzubauen, ne? Ja. Durch verschiedene Einkommensströme, die man vielleicht sich noch zusätzlich aufbaut, zu seinem eigentlichen Einkommen und nicht versuchen, durch irgendwelche Spielereien schnell reich zu werden, dann ist man wahrscheinlich eher schnell arm. Ja. Das ist ja auch so bei diesen, sag mal, man zeigt immer den Lottogewinner, ne? Aber das ist halt einer von zig Millionen. Man zeigt die Trading-Roboter-Software, die zeigen den Ausschnitt, wenn es gerade gut läuft in der Phase, ja, aber wenn der Markt schwenkt, ist die Software nicht drauf angepasst und dann läuft es nicht mehr gut und das zeigen sie nicht. Ne? Man nimmt so eine selektive Wahrnehmung, ja, sehe ich auch so, oder? Also vielleicht noch dazu, du sagst gerade Lottogewinner. Ja. Lottogewinner sind eigentlich die ärmsten Typen auf diesem Planeten, ja. Weil sie verbinden im Prinzip mit dem Gedanken an Reichtum, ja, eigentlich nur das Prinzip Hoffnung. Ja. Sie schleppen aber wie bei einem Aktiensparplan jeden Monat irgendwie so 100 Euro in diese Annahmestelle. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Damit könnten die über viele, viele Jahre auch ein vernünftiges, nennen wir es mal, kleines Vermögen aufbauen, weil, um ein richtiges Vermögen aufzubauen, muss es schon mehr sein. Mhm. Aber selbst wenn dann einer von denen wirklich mal Glück hat und diese 6 oder 15 Millionen kriegt, dann ist der zwar Millionär, aber er ist überhaupt nicht auf diese Situation vorbereitet, weil er sich mit dieser Wertschöpfung überhaupt nicht entwickelt hat. Ja? Also der ist, ein Lottogewinner weiß nicht, wie es sich anfühlt, Vermögen Stück für Stück aufzubauen und diesen Euro auch zu schätzen, der dazukommt. Mhm. Und deswegen verfallen die meisten direkt in Sofortkonsum. Mhm. Ja, die kaufen sich ein Haus, die kaufen sich einen super Sportwagen, ja, die strapazieren ihre Umwelt, die verschenken Geld, die, keine Ahnung, schmeißen sie mit beiden Händen zum Fenster raus. Mhm. Und die sind der Situation häufig nicht Herr, weil, was viele Lottogewinner unterschätzen, was sie nicht wissen, aber das kommt dann, wenn sie es sind, den steht jeder auf den Füßen, weil der sagt, du bist jetzt schnell zu Geld gekommen, das kannst du gar nicht alles verbrauchen. Wir stehen für die karitative Einrichtung, wir hätten da gerne Spende, kannst du mal irgendwelche Schulen in Afrika fördern. Die werden echt unglücklich dabei, weil jeder von diesem Kuchen etwas abhaben will. Mhm. Und deswegen, Lotto, ganz ehrlich, ist für mich der größte Blödsinn aller Zeiten, Menschen eigentlich das Geld aus der Tasche zu ziehen, nur mit dem Prinzip Hoffnung, ich könnte mal irgendwann viel Geld haben. Also ich frage mich, ich frage mich, warum das immer noch funktioniert, ob wir nie was dazulernen eigentlich so, aber wer wenig hat, will natürlich immer mehr und das scheint halt ein vernünftiger, leichter Weg zu sein, ist es aber nicht. Ja, okay. Eine Sache fand ich jetzt noch interessant, nämlich das ist die, ich habe am Anfang gesagt, die Aktienmärkte stehen relativ hoch. Ja.
Und bist eigentlich gar nicht so richtig drauf eingegangen. Also, ja. Genau, und hast du gesagt, okay, eigentlich ist es wichtiger, habe ich so rausgehört, ne, gar nicht so auf den Aktienstand zu gucken oder auf den DAX-Stand oder auf den Indexstand, sondern zu schauen, was für Werte kaufe ich und da langfristig drin zu bleiben. Ne? So ja. habe ich das verstanden. Ne? Also es geht jetzt weniger darum, irgendwie den perfekten Zeitpunkt unbedingt abzupassen. Naja, weil das wischt man vielleicht eh nicht, oder? Man muss immer eins sagen, Steffen, bei Investments in Aktien. Ja. Du kannst selbst in einer Phase, wo du vermeintlich einen hohen Marktstand hast, kannst du Aktien einkaufen, die extrem günstig und unterbewertet sind. Mhm. Die jetzt meinetwegen ihre Hausaufgaben gemacht haben, weil sie vielleicht mal eine Zeit irgendwelcher schlechten Wirtschaftsdaten hatten. Mhm. Dann haben die eine Konsolidierung innerhalb ihres Unternehmens vorgenommen. Jetzt sind die sozusagen gerade am Break-Even. Ja. Die haben, oder nicht den Break-Even, den haben den Turnaround geschafft. Ja. Jetzt sind die niedrig bewertet, aber keiner traut es denen richtig zu, haben aber Potenzial für die nächsten 20 Jahre. Mhm. Die findest du auch in Marktphasen, wenn der Markt weit oben steht. Aber ich sage mal, das Problem ist ja, angenommen, die steht jetzt bei 10 Euro, diese Aktie. Ja. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Gute Aussichten, alles top, aber der Markt bricht jetzt trotzdem ein. Dann geht diese Aktie ja trotzdem mal wahrscheinlich auf 5 Euro mit runter oder so. Aber ist dann nicht so schlimm, dann kauft ihr eher nach, oder? Das ist immer das Prinzip. Ja. Wenn der Markt runtergeht, kaufst du ein. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber wenn du jetzt mal, versuch mal kurz einen Blick zu geben, wie Value Investing sinnvollerweise funktioniert. Ja. Das heißt, also, du baust dir ein Portfolio zusammen aus, sagen wir, 3 bis 15 verschiedenen Aktientiteln. Mhm. Und die hast du dir alle danach angeschaut, wie haben die letzten 10 Jahre ausgesehen in dem Unternehmen? Mhm. Ja? Haben die eine gute Performance gehabt? Sind die nach dem Umsatzwachstum gut gelaufen? Mhm. Sind die nach dem Gewinnwachstum gut gelaufen? Haben die eine ordentliche Dividendenpolitik an den Tag gelegt? Ist das Management verlässlich? Haben ja. die ihre Prognosen eingehalten? Etc. Also all diese ganzen Sachen schaust du dir an. Mhm. So. Und dann legst du für dich einen Preis fest, den nennt man sogenannten Fair Value, ja, wo du sagst, zu dem Preis wäre ich bereit zu kaufen. Mhm. Und das ist ein Portfolio von meinetwegen insgesamt 20, 30 Aktien, die du dir als wirklich erstrebenswert, kaufenswert zur Seite packst. Mhm. Und jetzt geht es darum, den Zeitpunkt abzuwarten, wann diese Aktie diesen Preis erreicht. Es geht nicht darum, dass du sagst, ich muss die jetzt unbedingt haben, nur weil sie halt bei mir auf meiner Watchlist steht, mhm. sondern du wartest ab, bis sie den Preis erreicht hat, zu dem du sie haben willst. Mhm. Und dann hat sie das Potenzial, weil du schaust natürlich dann, wie kann diese Aktie sich in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln, mhm. nach diesen Kennziffern, die wir gerade besprochen haben. Mhm. Und deswegen spielt ein hoher Markt auf eine lange Zeit überhaupt keine Rolle ja. wenn du die Aktie zu dem Preis bekommst, wo ja. du sie haben willst. Mhm. Aber viele sind natürlich auch ungeduldig und kaufen sie trotzdem, auch wenn sie eigentlich vom Preis her ein Niveau hat, wo du noch nicht kaufen solltest. Oder werden nervös, wenn es dann trotzdem nach dem Kauf nochmal 20, 30, 40 Prozent runtergeht. Ja. Ja. Und das musst du auch noch eins sehen, Stefan. Mhm. Du hast im Markt immer Outperformer und du hast immer Low-Performer. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist so diese Fixierung auf einen Index, für einen Value-Investor überhaupt nicht dramatisch, überhaupt nicht wichtig. Weil ein Index bildet ja immer nur eine tagtägliche Betrachtung eines Durchschnitts. Durchschnitt, ja. Und je nachdem, wie der gewichtet ist, ist er preisgewichtet oder ist er performancegewichtet? Ja, da gibt es ja immer noch ein paar Unterschiede. Der DAX ist anders gewichtet als ein Dow Jones meinetwegen. Mhm. Aber was willst du aus dem Index ablesen? Mhm. Die 3, 4 Aktien, die eine super Outperformance hingelegt haben in diesem Marktsegment, den der Dow Jones abbildet, die hast du dabei vielleicht gar nicht auf dem Zettel. Mhm. Aber wenn der Dow Jones nach unten geht, wirst du auch wieder Aktien in diesem Dow Jones Index haben, die in dieser Zeit eine Outperformance zeigen. Mhm. Ja? Ja. Und deswegen, Indizes sind mal gut, um den allgemeinen Blick auf eine Wirtschaftslage zu haben, mhm. aber sie sind nicht prädestiniert dafür, dir eine Aussage zu geben, soll ich jetzt in den Markt reingehen oder nicht. Mhm. Weil das machst du nur mit deiner einzelnen Aktie und dafür ja. musst du richtig Hausaufgaben machen. Ja. Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten zum Thema Geld bei Dirk Kräuter auf dem Geldseminar. Mhm. Und da haben die Leute mich angeguckt mit ganz großen Augen, weil ich gesagt habe, du musst ungefähr, um 10 Aktien auszuwählen, musst du ungefähr 250 Aktien analysieren. Ja. Und davon musst du dir die Geschäftsberichte von jedem einzelnen Unternehmen angucken, und zwar für die letzten 10 Jahre. Ja. Das heißt also, du hast ungefähr 2500 Geschäftsberichte, die du analysieren musst, Wahnsinn, um auf diese Anzahl an Aktien zu kommen, die du wirklich ins Portfolio nehmen willst. Und dann haben die noch nicht mal das richtige Timing. Mhm. Ja?
sondern dann weißt du, die willst du haben und die legst du dir auf Halde. Und jetzt nochmal, wenn der Markt runterkommt, das war ja auch nochmal so ein Thema, ja. Du hältst als Value-Investor nie 100% Portfolio. Du suchst dir immer eine entsprechende Cash-Position und je nachdem, wie du den Markt antizipierst, was du erwartest in den nächsten Monaten, machst du die Cash-Position ein Stück größer oder eben halt du investierst wieder. Denn das ist das, was die meisten Leute ja auch 2008 nicht verstanden haben, als die Börse so richtig runterging mit der Finanzmarktkrise. Ja. Hätten die alle ihr Geld nicht aus dem Fenster geschmissen, hätten sie nicht verkauft, wären sie heute um das anderthalbfache reicher, als sie es zu dem Zeitpunkt waren, als sie die Aktien gegeben haben. Und das ist das, was immer wieder kommt. Ein cleverer Investor kauft in den fallenden Markt hinein. Nachkaufen auch, ne? Ja. Okay, also ich würde vorschlagen, das ist ein sehr umfassendes Thema natürlich. Ne? Und du hast ja auch einen eigenen erfolgreichen Podcast. Du hast mir eben erzählt, das ist sehr erstaunlich. Ihr macht 5 Folgen pro Woche. Ja? Das ist ja der Wahnsinn. Und würde vorschlagen, das verlinken wir auch mit unter dem Video. Ne? Da kann man dann gerne auch reinhören. Ist sehr, sehr cool. Und wer dann weitere Fragen oder Wünsche hat, gerne unter das Video posten. Dann können wir da noch entsprechend mal drauf eingehen. Ne? Sehr gerne. Ja, okay. Du bist jetzt gleich hier als Vortragender aktiv. Ne? Ich denke, wir haben einen kleinen Einblick gegeben ins Denken auch. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend. Wie gesagt, nicht so kurzfristig denken, die Hausaufgaben vor allem machen. Ne? Ja. Und sich vorher gut überlegen, was man tut. Und dann auch eben nicht ungeduldig werden, sondern auch mal sein Ding einfach durchziehen. Ne? Wenn man die Hausaufgaben gemacht hat. Es sei denn, es ändert sich natürlich grundlegend irgendwas, da muss man die Strategie überdenken. Ne? Ja, aber sich dessen bewusst sein, dass man Arbeit investiert und Zeit investiert und nicht irgendwie so Glücksritter spielt. Genau. Das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft. Ja. Vielleicht noch kurz zum Podcast. Ja. Das hatten wir vorher schon mal kurz besprochen. Ja. Das Allerwichtigste beim Thema Geld ist Mindset. Ja, das Allerwichtigste ist, oder 80% deines finanziellen wirtschaftlichen Erfolgs ist dein Kopf. Ja? Und deswegen ist in dem Podcast alles drin. Mindset und Investmentstrategien, dazu noch erfolgreiche Menschen, die ihren Weg schon gegangen sind, die in Interviews über ihre Geschichte erzählen. Wahnsinnig spannend, seit über einem Jahr am Markt, 280 oder 240 Folgen mittlerweile draußen, lohnt sich unbedingt da reinzuhören. Ja, Hammer. Ja. Und das ist ja auch unsere Strategie hier auf dem Kanal. Ne? Wir wollen natürlich Fachinformationen rüberbringen, ein bisschen Unterhaltung natürlich auch, ne? Ein bisschen Spaß, aber auch Motivation, Inspiration und das gehört einfach alles zusammen, sehe ich auch so, ja. Also, okay. Der Podcast heißt Richtig Reich. Richtig nicht Reich. Vergessen. Ja. Gut. Richtig Reich kann man sich merken. RR. Genau. Wie Rolls-Royce. Okay. Ja. Wie Rolls-Royce, genau. Super. Super. Ja, dann vielen Dank. Ne? Dankeschön. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.